You will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the... Guten Morgen, zurück aus dem Auto. Wir haben jetzt schon alles zusammengepackt und sind auf dem Weg. Natürlich kommt jetzt die Sonne raus und ich bin voll überbelichtet, aber yes. Genau, wir sind jetzt auf dem Weg nach Stockholm und haben noch 127 Kilometer vor uns und dann sind wir da. Und wir bleiben eine Nacht in Stockholm. Es ist richtig warm, wir haben jetzt 30 Grad. In Stockholm sollen heute 31 Grad werden. Wer hätte das gedacht, dass es im Norden echt so heiß wird? Aber es ist natürlich viel besser als Regen und grau und kalt. Deswegen will ich mich gar nicht beschweren, sondern sehe das eher als Segen und als Geschenk an, dass wir so gutes Wetter haben. Diese Nacht haben wir auch viel besser geschlafen. Ne, Milo? Ja, wirklich. Genau. Wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Stunden geschlafen, waren halt auch relativ fertig und standen auf so einem abgelegenen Platz, das habt ihr auch alles gesehen. Nanook hat auch gut geschlafen und genau, alles soweit easy going und klappt alles gut bisher. Mal schauen, wir haben jetzt schon, glaube ich, über 700 Kilometer zurückgelegt. They say that Nanook hat die ganze Nacht in der Dusche geschlafen in Stockholm, weil es einfach so mega warm ist. Die haben hier halt auch nirgendwo Klimaanlagen, wahrscheinlich weil die selber nicht drauf eingestellt sind, dass es so warm werden kann im Sommer. Wenn man an Stockholm denkt, denkt man ja auch eher an Kälte. Ja. Und hier waren einfach 32 Grad gestern und das Hotel hat sich total aufgehitzt und deswegen liegt Nanook in der Dusche. Ja, ganz schön krass. Ansonsten läuft hier der Ventilator. Genau, wir haben jetzt kurz nach 8 und machen uns jetzt fertig und fahren dann Richtung Nationalpark Fuluvjelet. Das sind ungefähr 5 Stunden Fahrt. Mal schauen. They say that so, guten Morgen zurück aus dem Auto. Moin. Hey, Mimo. genau, wir sind, wie gesagt, wieder im Auto. Und fahren gerade aus Stockholm raus. Och, wir waren so kaputt gestern. Wir sind irgendwie, ich glaube, 20.000 Schritte gegangen und ich war so fertig. Ich habe heute Nacht 9 Stunden geschlafen, ohne einmal aufzuwachen. Und das ist richtig untypisch für mich. Eigentlich wache ich immer mal nachts auf. Genau, und jetzt fahren wir weiter Richtung Cerna. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber es wird auf jeden Fall Cerna geschrieben.
und es ist in der Nähe vom Fuluvielet-Nationalpark. Also wenn Schweden unter euch sind und ihr wisst, wie man das richtig ausspricht, bitte korrigiert mich, keine Ahnung. Es klingt voll süß, Fuluvielet. Bestimmt spreche ich das falsch aus. Auf jeden Fall ist dort die bärenreichste Region in Schweden. Ich habe ein bisschen Angst. In dem Nationalpark gibt es halt auch den höchsten Wasserfall in Schweden, deswegen fahren wir da auch hin. Vielleicht haben wir Glück und sehen einen Bären aus sicherer Entfernung. Dadurch, dass wir jetzt ja auch nördlich von Stockholm sind, könnte theoretisch jederzeit ein Bär auftauchen. Also im Internet stand irgendwie, ab nördlich von Stockholm gibt es Bären. Ja, auf jeden Fall sehr aufregend und sehr wild. Stockholm hat uns auch gut gefallen. Ich glaube, da habe ich noch gar nichts zu gesagt, oder? Nee, Stockholm, genau. Wir waren ja gestern den Tag über in Stockholm. Es war unglaublich warm. Wir hatten 32 Grad. Es war so heiß. Die Stadt an sich hat uns gut gefallen. Zuerst waren wir so ein bisschen enttäuscht, ist das falsche Wort, aber es kam uns am Anfang nicht ganz so besonders vor. Aber dann waren wir in der Altstadt und ab da hat es mir richtig gut gefallen. Die Fußgängerzone mit den ganzen Einkaufsläden ist halt wie jede andere Fußgängerzone, auch in Deutschland, also mit den ganzen großen Einkaufsketten und so. Aber die Altstadt ist halt echt schön und da sind wir lang gelaufen und da haben mich die Gebäude auch so ein bisschen an Hamburg erinnert vom Baustil. Also es wirkte doch sehr herrschaftlich. Und ihr habt es ja auch auf den Aufnahmen gesehen, wir hatten unglaublich tolles Wetter, es war halt schon zu warm. Wir mussten mit Nanook die ganze Zeit gucken, dass wir ihm was zu trinken geben. Und der Boden war sehr heiß, wir konnten uns eigentlich immer nur von Schatten zu Schatten fortbewegen, weil man muss ja aufpassen, dass sich der Hund dann nicht die Pfoten verbrennt, wenn der Boden zu heiß ist. Und es hat sich so surreal angefühlt, dass wir in Schweden sind und es sind einfach 32 Grad. Total verrückt irgendwie. Aber heute Nacht soll es dann endlich regnen und dann wird es kühler. Gerade wenn man im Auto schläft, da erhitzt sich das ja doch recht schnell. Genau. Aber an sich war Stockholm echt schön. Wir haben alles gesehen, was wir wollten. Natürlich, wenn man die Stadt ganz genau angucken will, muss man länger bleiben. Aber ja, uns geht es halt immer darum, so einen Eindruck zu bekommen. Was ist das für eine Stadt? Und das haben wir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall melde ich mich dann wieder, wenn wir in 4,5 Stunden angekommen sind. First time I saw you, I just couldn't look away. Found what I'd been looking for, but I couldn't stay. But my heart was full and my eyes, they could not believe how you wrapped your arms around me, your majesty. I wanna slow it down where the water's deep. Get the northern healing. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so schön, ich muss gleich weinen. Oh, wie Engel. Ja. Oh, Engel, du hast schon glasige Augen. Es ist so schön. Ist das jetzt deins? Oh Gott, Bibi. Hallo. Oh. Was war das? Oh, was ist denn los? So, das ist jetzt der Campingplatz für die nächste Nacht. Wir sind angekommen in Särna, heißt der Ort. Das ist in der Nähe vom Fuluvielet-Nationalpark, wie ich schon sagte. Nanook ist da. Und wir bauen gerade das Lager für die Nacht auf. Oh mein Gott, schwierig auszusprechen. Genau, halt richtig schön hier am See gelegen. Und wir sind ewig lang gefahren, ich glaube 5,5 Stunden, weil wir eine Stunde im Stau standen wegen diesem Oldtimer-Festival. Nanook ist auch schon angekommen. Nanook will sich jetzt mal bewegen. Das machen wir gleich. Nanook kriegt jetzt erstmal seine Schleppleine. Und dann laufen wir hier nochmal mit ihm ein bisschen rum und gehen spazieren. Ne, Stink? Oh, da ist ein Hund in der Ferne. From Georgia and I'm gonna lay
under endless skies of emerald light. We can drift away. I wanna slow it down where the water's deep. Get that northern healing washing over me. Made me a better man, and it's plain to see. The nature of your beauty puts my mind at ease, and I'm humbled in the presence of your majesty. Doch ziemlich frisch wurde. Genau, ist aber auch mal ganz angenehm, dass mal nicht 30 Grad sind und man so mega am Schwitzen ist, sondern ja, für Nahrung ist es natürlich so auch viel angenehmer. Genau, heute waren wir auf jeden Fall im Fulufjellet Nationalpark und in der bärenreichsten Region in Schweden. Leider haben wir keinen Bären gesehen. Das war ein bisschen schade. Der Nationalpark an sich ist auch echt schön und richtig gut erschlossen. Überall gibt es so Wege aus Holz, wo man rauflaufen kann. Oder generell sehr gut ausgebaute Pfade, sodass man da halt sehr gut auch als Anfänger irgendwie rumlaufen kann. Ja, das Einzige, was halt so ein bisschen schade ist, ist, dass... Baustelle. So. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass die... Das Einzige, das ein bisschen schade ist, ist, dass sehr viele Touristen in dem Nationalpark sind. Mega viel Familien mit kleinen Kindern, was die Wahrscheinlichkeit, dann einen Bären oder einen Elch oder ein Rentier, whatever, zu sehen, echt gering macht, weil die Kinder die ganze Zeit so laut sind und rumschreien sind. Das hat ein bisschen genervt. Wir sind natürlich auch den Hauptpfad gegangen, denn es gibt ja in dem Nationalpark den Wasserfall. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, der war auch ein bisschen komplizierter. Und das ist der höchste Wasserfall in Schweden. Und das ist natürlich so eine Attraktion in dem Nationalpark. Und deswegen sind da halt viele Leute auf diesem Hauptpfad unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass auf anderen Pfaden weniger los ist. Aber ja, genau, das war halt ein bisschen schade, dass da so viel Touristen waren. Das hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Aber ansonsten von der Natur her ein sehr schöner Nationalpark und vor allen Dingen sehr angenehm zu durchwandern aufgrund der Tatsache, dass es so gut ausgebaut ist. Ja, wir sind jetzt schon auf dem Weg weiter. Was heißt schon? Wir haben nämlich schon 17.06 Uhr und wir fahren jetzt nach Östersund, ein Stück weiter nördlich. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, Campingplätze spontan zu finden. Das haben wir uns auch anders vorgestellt. Wir dachten halt, ja, gerade nördlicher von Schweden wird ziemlich wenig los sein. Aber es sind doch ziemlich viele Campingplätze dann voll. So dass ich jetzt eigentlich die ganzen nächsten Campingplätze angeschrieben habe per E-Mail oder angerufen habe und uns da angemeldet habe, dass wir kommen und ob noch ein Platz frei ist mit Strom, damit wir auch mal unsere Sachen aufladen können. Und ja, das war wie gesagt relativ unerwartet. Ich dachte, gerade immer weiter Richtung Norden wird immer weniger los sein. Auf den Straßen ist auch tatsächlich echt wenig los. Das ist genau so eigentlich hier jetzt gerade, wie man sich das vorstellt. Hinter uns und vor uns ist
weit und breit niemand. Ja, aber die ganzen schönen Spots oder wenn man eine schöne Aussichtsplattform oder so ist, da kommen dann schon vereinzelt auf jeden Fall Autos. Das ist echt erstaunlich, wie weit der Mensch sich ausbreitet. So, wir fragen uns dann auch, wenn wir den nördlichen Polarkreis überschritten haben, sind da immer noch Leute? Wie viele? Ja, ich bin gespannt. Ich hätte das hier schon anders eingeschätzt, zumindest auf den Campingplätzen. Da habe ich gedacht, ja, da fährt man hin und wird safe einen Platz bekommen. Aber dem ist nicht so. Und deswegen müssen wir uns jetzt absichern. Zur Not können wir auch wildcampen. Das wäre ja eigentlich auch nicht so schlimm. Aber ich hätte halt schon ganz gerne eine Steckdose. Und ab und zu brauche ich auch eine Dusche. Das sind halt so die einzigen Ansprüche, die ich habe. Und das Coole ist, auf den Campingplätzen ist erstmal WLAN. Richtig modern irgendwie. Generell ist hier das Handynetz so gut. Und die Internetverbindung mega gut. Ich habe überall LTE oder 4G. Richtig krass. Da merkt man wieder, wie Deutschland zurückhängt. Und auf den Campingplätzen hat man, wie gesagt, WLAN. Und es gibt auch eine Gemeinschaftsküche oft. Und das ist natürlich auch praktisch. Dann können wir unseren Gaskocher schon, unsere Gasreserven für den Notfall nochmal aufheben. Und haben einfach dann Herdplatten zum Kochen. Das ist echt cool. Ja, so ist der Plan auf jeden Fall. Es macht richtig viel Spaß, auch wenn es jetzt kühler ist. Das können wir uns ja schon denken, je nördlicher man kommt. Und genau, ich denke, ich werde euch jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Aufnahmen zeigen aus dem Phulu Fjellet Nationalpark und wünsche euch viel Spaß dabei. Genießt es, auch wenn kein Bär drin vorkommt. Lecker kommst du. Hallo. Das ist ganz lustig. Die Bäume sind hier so verdreht. Vorhin ist so ein Baum umgeknickt. Also der war schon umgeknickt und lag da. Wir haben uns gefragt, was ist da passiert, dass der so verdreht ist. Und jetzt sehen wir gerade, dass die einfach so mega verdreht wachsen. Crazy. Findet auch Nanook. Nanook. Komm her. Over and out. All that's left is you and